Gut, seid ihr bereit? Eben nach alter Tradition, nach kirchlicher Tradition oder wie auch immer, würde ich jetzt zu Ihnen hinstehen und so noch mal ein bisschen zusammenfassen und dann fragen, willst du, ihr kennt die Geschichte aus dem Fernsehen. Was, ihr schaut Fernsehen? Gut. Aber wir machen es anders, wir machen es so, dass Sie selber, das war die Frage vorher, wollt ihr selber oder soll ich euch fragen? Das haben wir noch nicht geklärt. Wir machen es eigentlich fast immer so, dass die Brautleute selber sich gegenseitig nicht einfach ein Ja sagen. Ihr wollt heiraten, ihr wollt den Segen Gottes, das habt ihr eigentlich schon bewiesen, aber ich möchte, dass die ganze Hochzeitsgesellschaft weiß, dass es eure eigene Überzeugung ist, weil diese Tage steht in der Zeitung, ihr dürft noch nicht mal ein Auto kaufen ohne mich. Und wenn ihr nicht das kauft, das steht in der Augsburger Allgemeine, diese Tage steht, die OCGR müssen die Autos kaufen, die ich ihnen erlaube. Wenn sie nicht das kaufen, was ich ihnen erlaube, dann gibt es Schläge. Kannst du in diesen Tagen lesen in der Zeitung. Darum müsst ihr sicher sein, ob die das freiwillig machen oder nicht, oder? Und wenn ich jetzt einfach sage, willst du Elias diese Frau zu deiner Frau nehmen und sie sagt ja, dann kann man hinterher sagen, das war manipuliert. Oder? Hätte Schläge bekommen, hätte er nicht ja gesagt. Also redet einfach mal ein bisschen miteinander und überzeugt uns, ob das euer Weg ist. Bitte. Ja, Stefanie. Um gerade so zu beginnen, als wir mal zusammen an einer anderen Hochzeit waren, habe ich dich tanzen gesehen mit Mädchen und da hast du gelacht. Und ich habe mir einfach gedacht, dieses Lachen ist unglaublich süß, das möchte ich erhalten. Und auch die Verantwortung, kann ich das nicht? Ich weiß es nicht, ich weiß nur, der Herr, der bisher geholfen hat, der wird uns auch weiterführen, der uns durch diesen Weg zusammengeführt hat, wird uns bis ans Ziel führen, das ist mein Glaube und ich möchte einfach sagen, dass ich dich überaus liebe, dass deine Freude auch meine Freude sein soll, dein Leid auch mein Leid, dein Kummer auch mein Kummer, alles, was dich ausmacht, soll auch mich ausmachen. Ja, und auch all diese Dinge, die Papa uns so gut erklärt hat, auch mit den Prioritäten und allem. Ich möchte Prioritäten für unsere Familie, für dich setzen. Ja, und erwarten, dass der Herr unsere Zweisamkeit segnet bis zur Vollendung. Ich liebe dich. Ich berieche dich an dich. Ja, lieber Elias, ich bin so glücklich, dass ich heute da hier stehen darf. Und die letzten Tage habe ich dich angeschaut und in mir war nur Dankbarkeit, einfach, dass so einen lieben Mann heiraten darf, das Leben teilen darf, etwas Neues beginnen darf. Und du weißt, wir sind manchmal ein bisschen angefressen, was die Arbeit angeht. Aber da zeigt sich eine Stärke von dir, beziehungsweise etwas, was vielleicht jemand sich dran stoßen könnte. Wenn du überarbeitet bist, dann wirst du nicht mürrisch, sondern umso freundlicher und umso herzvoller und erquickst die Atmosphäre einfach mit deiner Freundlichkeit. Und auch wenn wir lange viel gearbeitet haben, habe ich nie mich gedrückt gefühlt zu arbeiten, sondern es war jedes Mal eine Freude, mit dir zu arbeiten. Es war nie ein Druck oder irgendwas, sondern es war einfach wie Urlaub machen mit dir, wenn wir da diese Berge geworfelt haben. Und das ist einfach eine Stärke und etwas, was ich so liebe an dir, dass du so fröhlich sein kannst und so erquickt sein kannst. Und ich hoffe, dass ich diese Fröhlichkeit erhalten kann, dass ich dir ein Zuhause bieten kann, bereiten kann, wo du immer wieder dich wohlfühlen kannst, wo du ankommen kannst
und nicht nur, dass es blitzblank ist, sondern dass von Liebe erfüllt ist und von Feinfühligkeit. Und ja, ich bin so dankbar, dass ich dich heute heiraten darf. Und manchmal ist es schwierig, alles in ein Geständnis reinzupacken. Und ich habe, bevor du auf mich zugekommen bist, habe ich wirklich mein ganzes Leben dem Herrn einfach hingelegt und habe gesagt, Herr, ich will einfach nur da sein, wo du bist. Und wenn ich da bin, wo du bist, dann und den Mann heirate, den du für mich vorherbereitet hast, dann ist das wie wenn ich dich den Herrn selber heiraten kann. Und ich habe dem Herrn gesagt, ich gehöre dir. Und ich will dir heute sagen, ich gehöre dir, Elias, mit jedem Atemzug. Und meine Trauzeugin und ihr Bruder haben mit mir ein Lied arrangiert. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das heute singen darf. Vor 8 Wochen war ich noch im Krankenbett mit gebrochenem Bein. Und heute, seit 3 Wochen darf ich wieder laufen und heute stehe ich hier. Und es ist wie wenn der Herr einfach immer wieder Gnade geschenkt hat, einfach auf unserem ganzen Weg, dass ich heute hier stehen darf. Ja, unser Weg ist einfach von Gnade Gottes erfüllt, bis hierher und ich erwarte bis in alle Ewigkeit. Ja, yeah. Amen. Amen.